Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Wissenschaftler der University of Washington haben wirklich Unglaubliches entdeckt und es sind Neuigkeiten, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren zu einem verheerenden Erdbeben an der Nordwestküste der USA sorgen könnte. Und was bedeutet das für eine fast Millionenmetropole wie San Francisco zum Beispiel? Es könnte wirklich zu zigtausenden Todesopfern kommen und es könnte vor allen Dingen ein Erdbeben der Stärke 9,0 auf der Richterskala entstehen. Und was bedeutet das? Es sind wirklich verheerende Auswirkungen. Das sind das stärkste Erdbeben, was bis jetzt gemessen worden ist. Das war in Chile 1960 ein Erdbeben der Stärke 9,5. Es sind damals etwas über 1000 Menschen gestorben und es gab zahlreiche Verletzte und 2 Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Aber was bedeutet das für die Nordwestküste der USA, wenn ein solches Erdbeben passiert und ein Tsunami entstehen könnte, der vielleicht an die 40 bis 50 Meter hoch werden könnte? Das wären wirklich verheerende Ausmaße. Und von was für einem Loch sprechen wir hier? Wir sprechen hier von einem Loch, das aus circa 4 bis 4,5 Kilometern ungefähr eine Substanz ans Tageslicht befördert, die eine Art Schmierstoff ist dafür, dass die Plattentektonik reibungslos verlaufen kann. Wir haben ja hier eine Kontinentalplatte und eine ozeanische Platte und die ozeanische Platte taucht hier unter die Kontinentalplatte ab und dass es dort einen relativ reibungslosen Ablauf kommt, ja, dafür wird diese Art Schmierstoff wohl verwendet, ja, von der Plattentektonik her. Und wenn diese nicht mehr gegeben ist und diese über dieses Loch austritt, weiß man, bewegliche Teile brauchen Schmierstoff und wenn dieser halt nicht mehr gegeben ist, dann wird es unruhig. Und genau so soll das hier auch anscheinend bei dieser Plattentektonik vonstatten gehen, ja. Und dieser Stoff tritt jetzt an diesem Loch aus. Dieses Loch wurde erstmals 2015 entdeckt. Ja, und das ist auf jeden Fall eine wissenschaftliche Erkenntnis, die es wirklich in sich hat. Und die Forscher gehen halt, wie gesagt, davon aus, dass es in den nächsten Jahren wirklich zu einem verheerenden Erdbeben der Stärke 9 oder stärker kommen könnte. Und da muss man jetzt auf jeden Fall weiter beobachten. Ich bleibe auf jeden Fall, was dieses Loch anbetrifft, weiter für euch dran. Ja, und dieses Loch befindet sich ungefähr 80 Kilometer von der Westküste in Newport. Ungefähr auf demselben Grad befindet sich das Loch, 80 Kilometer da vor der Westküste. Wenn dieses Erdbeben kommt, dann wird's, ja, dann kann man gute Nacht sagen. Also da könnte es an der gesamten Westküste der USA auf jeden Fall wirklich Millionen Tote geben. Und gerade auch der Tsunami, der da, je nachdem, wo sich das Epizentrum befindet, das Epizentrum wird sich wahrscheinlich auch ungefähr in diese Richtung bewegen, 80 Kilometer vor der Westküste. Und es reicht tatsächlich schon aus, dass dieser Tsunami über diesen Weg hin, ja, über diese 80 Kilometer, er wird sich ja dann einmal Richtung Westen ausbreiten, er wird sich einmal Richtung Osten, also einmal komplett rundherum, und dann für die Westküste ist es auf jeden Fall am verheerendsten, weil diese Küste sich am nächsten dann am Epizentrum befinden würde. Ne? Und der Tsunami, der könnte tatsächlich an dieser Stelle in 80 Kilometern Entfernung schon eine Höhe von zwischen 30 und 50 Metern erreichen, und das wäre der Horror. Ich meine, wenn das Erdbeben schon nicht schlimm genug wäre, kommt der Tsunami dann auch noch dazu und das kann dann wirklich verheerend werden. Und sobald es mehrere neue Erkenntnisse gibt, werde ich euch darüber auch auf meinem Kanal direkt informieren. Und das sieht auf jeden Fall danach aus, dass wir das noch eher erleben werden als ein Ausbruch eines Supervulkans. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren stattfinden. Und stopfen kann man das Loch auch nicht mal eben so. Man muss sich natürlich einmal überlegen, wenn man dieses Loch stopft, steigt der Druck trotzdem weiterhin. Und dann kann es natürlich passieren, dass dieser Riss bzw. dieses Loch einen großflächigen Riss verursachen könnte. Und dass es dann da natürlich noch schneller zu diesem Austreten dieses Schmierstoffes kommen könnte. Und das wäre dann auch verheerend. Ich meine, die technischen Mittel wären wahrscheinlich dafür da, um sowas zu machen, aber das wäre keine gute Idee, das könnt ihr mir glauben. Gut, meine Lieben, ich werde dranbleiben für euch. Bleibt alle gesund, macht es gut. Euer Patrick von Lidom Produktion. Auf Wiedersehen.